Auf geht's zum zweiten Halbfinale hier. Westfaler Wickede gegen Brakel 06. Westfaler Wickede in schwarz-weißer Spielkleidung von links nach rechts. Und jetzt hoffen natürlich auch hier die Zuschauer, dass sie eine spannende Begegnung sehen werden und viele Tore, wie gerade Uwe Sesny schon geschildert hat. Und das zweite Halbfinale hier in der fast ausverkauften Helmut-Körnig-Halle. Ja, verspricht ja wirklich, hoffe ich auch, eine spannende und gute Partie. Die Stimmung hier in der Halle ist recht gut. Fast 4000 Zuschauer sind hier und wollen natürlich nachher auch das Endspiel sehen. Also der ASC 09 hat sich qualifiziert. Und wer wird also der Gegner sein? Wird es Westfaler Wickede sein oder der SV Brakel 06? Also in gut 20 Minuten werden wir das sicherlich wissen, wenn es keine Verlängerung gibt. Die erste Minute ist um. Und ja, es hat schon einige Spiele hier gegeben, da sind schnell Tore gefallen. Aber es hat da auch Spiele gegeben, da lief es dann nicht so gut. Ja, das war ja gar nicht schlecht für den SV Brakel 06. Hier sieht man die Bank von Brakel. Es ist die 31. Auflage. 62 Mannschaften nehmen daran teil an diesem Turnier. In der Vorrunde wird in 5 Hallen gespielt. In der Spitzenrunde in 4. Und die Endspiele hier zum dritten Mal jetzt in der Helmut-Körnig-Halle. Davor waren wir zweimal, glaube ich, in der Westfalenhalle. Und davor in der Lieberfeldhalle, das ist die Halle in Wellinghofen. Da passen gerade mal 2000 Leute rein. Die Resonanz war immer so, dass die Hallen restlos ausverkauft waren. Und deswegen hat man hier als sehr, sehr schöne Halle diese Helmut-Körnig-Halle genommen. Wie gesagt, fast 4.500 Zuschauer am heutigen Samstagabend mittlerweile sind hier vor Ort. Ich muss das mal so ein bisschen deutlich erklären, liebe Zuschauer, wenn Sie uns jetzt hier, wie ich gerade schon sagte, im Internet abrufen unter www.sportlive-tv.de kann man sich nochmal alle Spiele anschauen, die es gegeben hat bei der Hallenfußball-Stadtmeisterschaft in Dortmund. Je nachdem, wo Sie uns gerade empfangen, ob es Aachen, Köln, Düsseldorf oder sonst irgendwo in Nordrhein-Westfalen im TV. Wenn Sie mehr wissen möchten über die Hallenfußball-Stadtmeisterschaft, einfach mal auf unsere Internetseite klicken. So, 4 Minuten knapp noch zu spielen. Bis jetzt haben wir noch kein gutes Spiel hier gesehen. Also ein Spiel mit Torraumszenen, mit Bewegung. Und ach, die Möglichkeit und knapp vorbei. Ja, es war so, dass Westfaler Wickede eigentlich wenig Torchancen brauchte bei diesem Turnier. Und ja, eine Chance, ein Tor war die Devise. Ich glaube, jetzt ist es ein bisschen schwieriger. Schön gesehen, schön frei und ein Schuss aus der zweiten Reihe. Und kein Problem für den Keeper im Tor, der Westfalia. Schön lang gespielt, aber der Ball ist aus. Im Moment ist es auch ziemlich ruhig hier in der Halle. Es ist nicht so eine Stimmung, wie wir also im Laufe des Tages schon erlebt haben. Mit Kemminghausen, Arminia Marten, TuS Eichlinghofen. Und da könnte ich noch ein paar Mannschaften nennen. Besonders so die Mannschaften aus der Bezirksliga, Landesliga haben für richtig Partystimmung hier gesorgt. Auch da gab es auch einige aus der Kreisliga, genau, das möchte ich auch noch mal anführen. Also in Dortmund spielt der Amateurfußball doch noch eine große Rolle. 17 Sekunden noch. Und naja, bis jetzt springt der Funke einfach nicht rüber auf das Spielfeld oder auf die Tribüne, je nachdem, wie man sieht. Und die Seiten werden jetzt gewechselt. Halbzeit 0:0. So, die letzten 10 Minuten laufen, oder genauer gesagt, die zweite Halbzeit hat begonnen.
Und wir warten auf den ersten Treffer. Das erste Halbfinale war ja richtig spannend. Und tolle Kombinationen und tolle Tore haben wir da gesehen. Hier passiert bis jetzt nicht viel mit der Nummer 6 hier im Bild. Christian Strelau. Und auch die Zuschauer, ja, warten und machen noch im Moment keinen begeisterten Eindruck von dieser Begegnung. Und wie kennt er die ganz große Möglichkeit? Da muss er noch mehr rausmachen, die Nummer 5 hier, Benedikt Spahr. Den muss er doch unterbringen. Und meistens, wenn man so eine Torschank nicht nutzt, dann kann es schief gehen, aber schön geklärt hier. Und ich sehe, es gibt einen Freistoß. Der Schiedsrichter hat erst Vorteil laufen lassen. Freistoß nun für den SV Brakel 06. Hui, da fehlte nicht viel. Hui, da fehlte nicht viel. Ja, irgendwie einer der Füße. Oder diese Füße sollten mal langsam mal einen Treffer erzielen. Dass wir hier was zum Jubeln haben in der Halle. Schön gehalten. Und die Möglichkeit für Brakel 06, aber da kam er nicht an den Ball. Und jetzt die schnelle Möglichkeit für Wickede. 14 Minuten mittlerweile gespielt. Wann fällt der erste Treffer? Und gut pariert. Sehr schöne Reaktion. Ja, bis jetzt ist es kein großes Spiel. Und Wickede und Glanzstart mit der Nummer 12 hier, Lars Stellfeld. 4,5 Minuten noch. 3,5 Minuten noch. Und klar, Freistoß. Und das finde ich ein bisschen hart. Das ist die erste Zeitstrafe am heutigen Tag. Mit der Nummer 4, Wahid El Gauziu. Er muss das Spielfeld jetzt für 2 Minuten verlassen. Bei einer Gesamtspielzeit von 3,31. Das heißt, bei 1,31 darf er wieder aufs Spielfeld, wenn Wickede keinen Treffer erzielt. Sollte ein Treffer jetzt erzielt werden vom Westfalia, dann kann er wieder aufs Spielfeld kommen. Und da sieht man die Uhr. Er sieht nach einer Verlängerung auch in dieser Begegnung aus. Brakel kommt einfach
oder genauer gesagt Wickede kommt einfach nicht durch. Und jetzt ist die Mannschaft von Brake 06 wieder komplett. Man hat es nicht geschafft, auf Seite von Westfaler Wickede einen Treffer zu erzielen in Überzahl. Und man sieht also, Wickede hat sich eigentlich schon angefreundet mit der Verlängerung. Denn oh, man hält den Ball in den eigenen Reihen nur noch. 43 Sekunden sind noch zu spielen. Na, schießt man nochmal drauf. Es wird nochmal eingerollt auf Seite von Westfalia. 33 Sekunden noch zu spielen. Ich sag mal, das war's in der regulären Spielzeit. Wir werden eine Verlängerung von 2x5 Minuten erleben. Und die letzten 10 Sekunden laufen. Und das sieht nach einer roten Karte aus. Und das in der letzten Sekunde. In der letzten Sekunde dieser Begegnung. Es müsste die 2 sein. Hendrik Hunecke muss das Spielfeld verlassen. Und es wird sicherlich der Ball nochmal angetippt und dann werden die Seiten gewechselt. Dann kommen wir zur Verlängerung. Das Foul war überflüssig. Und das geht jetzt ruckzuck, das war's. Also Verlängerung, 2x5 Minuten sind angesagt. Wir kommen zur Verlängerung. Also jetzt ist der SV Brakel 06 in der Überzahl. Wickede mit 3 Feldspieler, Brakel 06 mit 4. Und jetzt können die Brakeler ja mal zeigen, ob sie es besser machen. Als Westfalia, schön gehalten. Ja, man versucht natürlich jetzt wahrscheinlich auf Seite von Westfalia den Ball unter Kontrolle zu halten. Das war nicht so schön. Und dann ist der Ball beinahe drin, in Unterzahl. Und die Zeit ist angehalten. Was gibt es? Freistoß, so wie es aussieht, für Westfalia. 4 Minuten und 18 Sekunden. Sieht noch zu spielen in der ersten. Ja, die stehen gut, die Jungs von Westfalia. Und noch gibt es keine Lösung, also um die Abwehr hier zu knacken. Das war ein Hammer und das war super, endlich mal. 1:0 für Brakel 06. Oliver Adler müsste das gewesen sein. Mit der Nummer 9. 3:17, 3:16 noch zu spielen. Und die Riesenchance jetzt. Da muss er mehr rausmachen. Und der Ball ist drin. 2:0 für Brakel 06. Christian Strelau könnte es gewesen sein. Oh. 50 Sekunden noch in der ersten Verlängerung zu spielen. 2:0 Führung für den SV Brakel 06. Und Freistoß. Und wir wechseln die Seite. Brakel führt 2:0 gegen Westfalia Wickede nach den ersten 5 Minuten der Verlängerung. So, die zweiten 5 Minuten der Verlängerung laufen. 2:0 für Brakel 06.
So würde das Endspiel heißen. Aplabek gegen Brakel 06. Und im kleinen Finale, im Spiel um Platz 3, wäre dann Arminia Martin gegen Westfalia Wickede. Aber es sind noch 4,5 Minuten zu spielen. Eine Minute und 10 Sekunden noch. Ja, die Uhr läuft. Jede Sekunde ist jetzt wichtig hier. Eine Minute genau noch. Oh, da hat er nicht aufgepasst. Und gut pariert. 45 Sekunden noch. Also, theoretisch müsste das Ding gelaufen sein. 36 Sekunden. Damit wäre Brakel 06 im Endspiel gegen ASC 09. Und im Spiel um Platz 3 treffen aufeinander Arminia Martin und Westfalia Wickede. 18 Sekunden. Ich sage einfach mal, das Ding ist gelaufen. 14. Glückwunsch am SV Brakel 06. Sie haben sich für das Endspiel der 31. Hallenfußball-Stadtmeisterschaft qualifiziert und freuen Sie sich gleich auf eine hoffentlich spannende Begegnung.